Warum sitzen wir jetzt hier und reden über Genie? Es gab ein paar Komplikationen mit den Vorträgen. Der eine Vortrag ist ausgefallen, der eigentlich hätte um 17 Uhr stattfinden sollen. Und ich habe mit dem Kollegen, der jetzt um 15 Uhr den Vortrag machen sollte, dann auch nochmal getauscht. Ja? Das heißt, jetzt haben wir 15 Uhr. Offiziell ist jetzt die Zeit, um über Genie zu reden. Ich habe hier einen kleinen Vortrag mitgebracht, den haben wir innerhalb der Genie-Community zusammen entwickelt. Der Frank Lanitz ist der Autor gewesen, der hat das auf die Beine gestellt. Die Vorträge, die Slides, die sind bei GitHub öffentlich zugänglich. Und wer von euch kennt Genie? Du hast es schon mal gesehen. Okay, cool. Es ist ein Texteditor mit IDE-Fähigkeiten. Leichtgewichtig und im Prinzip für mich persönlich das Paradebeispiel für eine freie Software-Community-Projekt. Es gibt keinerlei Unternehmen, was hinter diesem Projekt steht. Es ist zu laut oder zu leise oder alles top? Okay. Der Enrico hat das irgendwann mal angefangen, dieses Projekt zu entwickeln, weil es damals nichts gab. Und jetzt schaue ich mal, ob ich hier schon ein bisschen in die musste mit den Pfeiltasten, genau. Da gehen wir erstmal über in die Themen, über die wir eigentlich heute sprechen wollen. Da habe ich so eine kleine Agenda mitgebracht und ich muss mich mit dieser Dings, genau. Was ich heute erzählen werde zu Genie, einmal überhaupt so ein paar allgemeine Sachen, da war ich jetzt schon fast mittendrin. Es gibt natürlich dann so ein bisschen auch was zur Geschichte, wie ist das entstanden, was war das Ziel, warum hat man sich überhaupt dahingesetzt, Genie zu schreiben. Und wir gucken dann mal ein bisschen auf das Syntax-Highlighting, das können wir uns dann auch in der Praxis mal angucken. Und Symbolbrowser, Standardseitenleiste, Bildmenü, Dateivorlagen und Templates, das sind ziemlich coole Features von Genie. Und diese Code-Schnipsel und Snippets, das ist auch eine ziemlich geile Sache von Genie, die wir uns dann unbedingt auch in der Praxis wenigstens einmal anschauen sollten. Die Autovervollständigung und Tech-Dateien, da können wir dann auch noch mal ein bisschen drüber reden. Und die externen Werkzeuge, die man anbinden kann. Und dann können wir noch mal kurz auf die Plugins gucken, was es so überhaupt für Plugins gibt, wie man die Plugins anbinden kann. Ich weiß nicht, ob wir dann sehr ins Detail gehen wollen und sagen wollen, wie man dann überhaupt Plugins schreiben kann für Genie. Ob wir so weit noch gehen wollen, da sehen wir dann, ob ihr euch dafür interessiert und das entsprechende Fragen zustellt. Gut, erstmal zu den allgemeinen Sachen. Genau. Was hat sich der Enrico damals gedacht, als er Genie geschrieben hat? Er hat eine ganze Menge Sachen gesehen, die es auf dem Markt so gibt. Eclipse ist natürlich ein ziemlich großes Ding. Das hat damals vor 10 Jahren, als wir damit angefangen haben, relativ lange gebraucht, um überhaupt Eclipse zu starten. Dann gibt es noch andere Sachen, NetBeans, Visual Studio, KDevelop, was man nicht so alles da irgendwie schon mal ausprobiert hat, ne? Man kennt das. Ich habe auch eine ganze Zeit lang durchprobiert durch verschiedene Editoren und bin dann irgendwann, nachdem ich zuletzt bei Kate war, vor 10, 12 Jahren, 2005 rum, spätestens 2007 war das, als ich dann bei Genie gelandet bin und gesagt habe, okay, hier bleibe ich, hier gefällt es mir bei den ganzen Editoren. Ja. Was wir heute zum Ziel haben, ist einmal das Aufzeigen, dass man Genie durchaus Funktionen hat, dadurch, dass es trotzdem, es ist klein, schnell und schlank. Es hat nicht viele Abhängigkeiten zu anderer Software und so weiter. Aber du hast trotzdem eine ganze Menge Funktionalität. Und du kannst mit Genie trotzdem Sachen machen, wie ähnlich, sagen wir mal so, ähnlich wie es mit Eclipse beispielsweise funktioniert. Ja, das gucken wir uns dann einmal an. Das, was wir heute nicht machen, ist, dass wir gucken uns schon Genie an und nicht Eclipse, ne? Sagen wir es mal so. Die Nutzer von Genie oder solche, die es werden wollen, wir haben 3, die es werden wollen, eine, die schon Nutzer ist, das ist doch super, das passt doch. Ja,
Und ich versuche mich auch irgendwie, der Vortrag ist relativ spontan entstanden, dass ich jetzt hier sitze und diesen Vortrag halte. Ich versuche trotzdem nicht irgendwie komplett die Dokumentation vorzulesen, sondern dann vielleicht auch nochmal in Details zu gehen. So, da geht's. Genie. Dieter mit Entwicklungsfunktionen, Funktionen einer Entwicklungsumgebung, das habe ich schon gesagt, dass Genie als Projekt 2005 ungefähr entstanden ist. Der Enrico hat sich 2005 hingesetzt und hat das angefangen, dieses Projekt zu initiieren. Habe ich auch schon mal gesagt. Die aktuelle Version zurzeit ist die Version 1.32 von Juli. In Fedora beispielsweise ist die drin. In Ubuntu und in Debian ist die sicherlich auch schon dann vorhanden. Dass man dann einfach per apt-get install Genie und dann hat man Genie installiert. Ja. Ja, wir beschränken uns da eigentlich darauf, irgendwie wenig Anforderungen und wenig Abhängigkeiten zu anderen Paketen zu haben. Auch das habe ich gerade schon mal gesagt. Und Genie selber ist komplett in C und Teile in C++ geschrieben. Und das ist es, was Genie im Vergleich zu anderer Software auch schneller macht. Eclipse beispielsweise ist sehr, sehr viel Java. NetBeans ist, meine ich, auch sehr, sehr viel Java. Genie ist in C und C++ und auch dadurch wesentlich schneller. Die Programmierer, die gucken dann auch immer sehr, sehr viel auf Performance und Codequalität und so. Das heißt, wir haben da auch irgendwie eine relativ hohe Stabilität. Ich erlebe das relativ selten, dass Genie mal irgendwie abstürzen würde oder sonst irgendwas nicht rundlaufen würde mit Genie. Das passiert eigentlich nicht. Scintilla, habt ihr davon schon mal gehört? Ist ein Projekt, was im Prinzip verschiedene Sprachen verarbeiten kann, Programmiersprachen verarbeiten kann und Informationen aus den Quelltexten herausziehen kann, damit du nachher mit den Informationen wieder arbeiten kannst. Das bedeutet beispielsweise Syntax-Highlighting, dass bestimmte Schlüsselworte hervorgehoben sind. Ja, wenn ich jetzt irgendwie ein Perl-Skript schreibe und da eine Vorschleife schreibe, dass das Wörtchen vor dann da irgendwie hervorgehoben ist, das ist eine Funktionalität, die stellt mir Scintilla zur Verfügung. Und ich benutze dann in Genie diese Scintilla-Funktionalität wieder. Das heißt, das ist ein zentraler Baustein von Genie. Und für das Malen der grafischen Oberfläche, der Buttons und so weiter, benutzen wir entweder GTK2 oder mittlerweile kannst du Genie auch mit GTK3-Optionen bauen und mit GTK3 betreiben. Kommt Genie mit beliebigen Textfiles klar? Oder muss das Programm sein? Das sind beliebige Textfiles. Du kannst beispielsweise auch Markdown-Code mit Genie schreiben. Ja? Alles, was irgendwie eine normale Textdatei ist und egal, welche Dateiendung es hat. Und du kannst Genie nachher auch beibringen, es gibt diese und diese Dateiendung und das ist für mich jetzt Perl-Code oder das ist für mich dann C-Code oder das ist für mich PHP-Code oder so weiter. Ja? Sowas kannst du machen. Lizenz, es ist natürlich Genie freie Software, komplett Open Source. Ihr könnt euch Genie die Quelltexte runterladen, wenn ihr das wollt. Ihr könnt bei GitHub in Genie reingucken. Ihr könnt bei GitHub auch selber zu Genie beitragen, Übersetzungen beitragen, was auch immer das ihr möchtet. Es ist ein Open-Source-Projekt. Über Genie. Das lassen wir mal weg. Das sind die Informationen von Frank. Ich arbeite auch als Administrator, aber nicht in der Datenbankfirma. Dass ich Genie seit 10 Jahren benutze, das kommt auch ungefähr hin. Frank ist der Maintainer der Plugins und des Genie-Plugins-Projekts. Frank ist Übersetzungskoordinator. Ich habe zur deutschen Übersetzung von Genie auch ein bisschen was beigetragen. Ne? Gut. Frank Bartels oder? Nein, Frank Lanitz. Den haben wir vorhin auf der Startseite mal kurz gesehen. Ja, sehr, sehr sympathischer Mensch, genau wie der Frank Bartels auch ein sehr, sehr sympathischer Mensch ist. So, die Syntaxhervorhebung. Wir haben dadurch, dass wir Scintilla benutzen, auch die Möglichkeit, alles zu machen, was Scintilla kann. Scintilla hat eine Unterstützung für mehr als 40 verschiedene Sprachen und entsprechend hat auch Genie dann
Unterstützung für mehr als 40 verschiedene Sprachen. Es geht bei einfachen Sachen los wie HTML, CSS, JavaScript, was man halt so im täglichen Gebrauch für Webseiten so macht. PHP, Perl, C, C++, Python. Das Privatkey auch ausschalten. Das Syntax-Highlighting, wenn du es nicht haben willst. Ja. Du kannst es ausschalten, ob es per Hotkey geht, gucken wir gleich mal. Oder soll man die... Sehr schnell oder standardmäßig ausweichen. Ja, pass auf, wir machen das mal folgendermaßen. Ich versuche jetzt mal hier aus dem Präsentationsmodus kurz rauszugehen und starte direkt mal Genie und dann schauen wir uns das direkt ad hoc an. Und zwar will ich zum Development und Genie starten. So, da siehst du schon, da ist irgendwie so ein bisschen HTML-Code. Das einmal ein bisschen größer machen vielleicht. Ist das so auch in den hinteren Reihen lesbar? Gut. Jetzt gibt es hier dieses Document-Menü und ich kann hier den Filetyp setzen. Der ist jetzt standardmäßig bei den Markup-Languages der Punkt vor dem HTML-Document. Siehst du das? So, und wenn ich sage, ich interessiere mich gerade nicht für Syntax-Highlighting, dann wähle ich hier das Known aus und dann ist das Syntax-Highlighting aus. Mit der Maus geht das, dass ich das jetzt irgendwie ein Hotkey drauflegen könnte, ein Keybinding, genau an der Stelle. Ja, oder standardmäßig aushaben, weil ich mag das eigentlich nicht, wenn der ganze Bildschirm ständig bunt ist und wenn ich es wirklich mal haben will, in den seltenen Fällen stelle ich es lieber mal ein. Mhm. Also ich habe zum Beispiel du kannst natürlich AI immer Syntax off standardmäßig beladen und es gibt diese Konfigurationsdateien für die FileType Extensions und die FileTypes kommen. Wir schauen einmal kurz da rein. FileType Configuration, Markup Languages. Ich könnte jetzt beispielsweise auch hier die FileType für HTML entsprechend explizit bearbeiten. Und dann hinterher sagen, jetzt ist doch ein HTML oder irgendwie sowas. Ne? Und in diesen Konfigurationsdateien kann ich dann sowas machen, dass ich hier in der Konfigurationsdatei, das ist quasi die Zuordnung von den Dateiendungen zur Programmiersprache. Ja. Ja? Und wenn du diese Zuordnung von Dateiendungen zur Programmiersprache nicht machst, dann hast du auch kein Syntax-Highlighting. Das kannst du einrichten. Gut. Wenn das schon reicht, dann müssen wir in die anderen Sachen noch gar nicht im Detail reingehen, es sei denn, es sind jetzt schon offene Fragen aufgepoppt. Ja. Ich habe viel mit JSON-Dateien zu tun. Und das Nervige an denen ist ja, dass die immer in einer Zeile sind. Und man praktisch immer erstmal suchen, ersetzen muss, um da Zeilenenden reinzukriegen oder so. Gibt es ein Plugin, was das ein bisschen geschickter macht? Ich wüsste jetzt, lass uns mal kurz in den Plugin-Manager schauen. Ich habe da eine ganze Menge Plugins installiert, aber noch nicht aktiviert, ob wir da was für JSON haben. Aber da gibt es nichts für JSON. Was wir haben als Möglichkeit ist externe Tools. Ja? Genie selber versucht ja schlank zu sein und sich perfekt in ein Linux-System zu integrieren. Und sobald wie du auf einem Linux-System ein Kommandozeilentool benutzen kannst, beispielsweise sowas wie Tiny, HTML Tidy, kannst du als Kommandozeilentool benutzen, dann hast du auch die Möglichkeit, dieses Kommandozeilentool an Genie anzubinden und von Genie aus per Keybinding aufzurufen. Wir gehen jetzt mal hier auf das Edit-Menü, bearbeiten, und zwar Format und Send Selection To. Set Custom Commands. Jetzt kann ich mir da ein Custom Command raussuchen. Jetzt schauen wir erstmal kurz mit dem Terminal, ob ich hier das Programm installiert habe. Ich muss einmal gerade versuchen, da rechts unten, da, lass mal das zu minimieren. Und ich habe hier nämlich sonst kein Netzwerk. Ich sehe meinen Mauszeiger nicht. Klick. So, haben wir hier oben WLAN? Gut. Das heißt, sonst können wir das theoretisch. Also, kennst du das Tool JQ für die Kommandozeile? Ich gucke gerade mal, ob ich das hier installiert habe.
Nee. Aber JSON habe ich hier auch nicht installiert. Das Notebook ist relativ frisch. Das heißt, mir fehlen hier gerade noch ein paar Command-Line-Tools. Es gibt ein Tool, das heißt JSON-PP. Das kann ich so auf der Kommandozeile aufrufen. Dem kann ich eine JSON-Datei übergeben. Und dann macht er das hübsch. Das ist der JSON-Pretty-Printer. Ja? Und dieses JQ, das kann das auch und macht das sogar noch in Farbe. Und das könntest du dann wiederum... Das rufe ich dann nach dem Laden auf. Vorm Speichern muss ich es wieder auch wahrscheinlich wieder mit... Du würdest es hier genau als Custom Command einrichten und sagen Steuerung 1 oder Steuerung irgendeine Taste und dann formatiert ihr dir das. Mhm. Das würde gehen so. Und vorm Speichern, vorm endgültigen Speichern muss ich das dann praktisch wieder rückgängig machen. Damit muss es ja am Ende wieder in eine Zeile kriegen, halt wieder so wie es vorher war. Ja, das geht mit dem Suchen ersetzen Kommando, wenn du da einen regulären Ausdruck, der die Zeilen enden, ja, im Prinzip durch nichts ersetzt. Ne? Aber das ist, das weißt du, Steuerung H, damit kommst du in diesen Suchen ersetzen Dialog rein und dann kannst du hier auch reguläre Ausdrücke benutzen, beziehungsweise du brauchst gar nicht mal die regulären Ausdrücke, aber die Escape-Sequenzen hier, die reichen schon aus, damit du ein Backslash N nachher mit nichts ersetzt. Das heißt, du kannst dann hier einfach irgendwie, soll ich mal kurz schauen, wie der Backslash hier auf der amerikanischen Tastatur über die Custom Commands zu machen. Das kannst du auch versuchen, über die Custom Commands zu machen. Ja, das geht schon. Da gibt es noch eine Menge Möglichkeiten. Hier das Backslash N einfach mit nichts ersetzen, das würde wahrscheinlich auch relativ gut funktionieren. Wir können das gerade mal schauen. Jetzt haben wir hier oben das Zeilenende schon irgendwie gefunden und würden dann jetzt wahrscheinlich sagen Replace und dann ist das Zeilenende weg. Und wenn du sagst, du möchtest das irgendwie mit Replace All für das gesamte Dokument haben, dann hast du natürlich zack, zack, alles auf einer Zeile. Das ist absolut kein Thema. Soll ich nur mal darauf achten, dass ich das einmal schließe, ohne zu speichern, weil sonst haben wir dann bisschen Salat, den wir gerade nicht wollen. Gut, file-type-extensions.com. Das war zu deiner Frage. Und die JSON-Fragen sind auch geklärt? Okay, super. Wollen wir das mal wieder zurückgehen zur Präsentation, wenn ich dann da irgendwie hinfinde? Themen, Syntaxhervorhebung. Ich glaube, da waren wir irgendwo. Nein, nicht ganz. Aber da kommen, finden wir jetzt wieder hin. So, der Frank. Für 40 verschiedene Dateitypen, ihr habt das eben in dem Menü schon gesehen, das gibt auch relativ viele Sachen, die man da auswählen kann. Markup-Sprachen, selbst für Markdown gibt es da Sachen, Funktionalität und so weiter und so fort. Das Scintilla ist die Bibliothek, die da drunter ist. In dem Scintilla kann man irgendwie Lexa haben, die dann die Sprache nachher verarbeiten. Und man kann seine eigenen Scintilla-Lexa schreiben. Das ist dann allerdings irgendwie was für den advancederen Programmierer. Das muss man ganz klar dazu sagen. Das schießt man sich mal nicht eben aus der Hüfte. Da braucht man ein, zwei Tage länger für, um dann so einen eigenen Scintilla-Lexa geschrieben zu haben. Ja? Die automatische Erkennung über die Dateiendung, die haben wir auch gerade schon gesehen. Spezielle Charakteristika, zum Beispiel diese Shebang-Zeile, wie man sie von Perl-Scripts, Shell-Scripts, Python-Scripts und so weiter kennen, dass man dann oben reinschreibt. Auch das kann Genie verarbeiten und entsprechend feststellen, oh, das wird jetzt ein Python-Skript, was du davor hast zu schreiben. Ich mache dir schon mal das Syntax-File für Python an. Auch das kannst du natürlich dann wahrscheinlich wieder abstellen. Das müssen wir gleich nochmal schauen, wo genau das wir das machen. Ja, entweder machst du das über das Menü, das habt ihr gerade auch schon gesehen, oder aber wir machen das, wenn wir die Datei öffnen und dann wird die Datei einmal eingelesen in Genie und dann sieht Genie schon, entweder es ist eine bestimmte Dateiendung, die dann in dieser Konfigurationsdatei zugeordnet ist oder du hast diese Shebang-Zeile. So. Es gibt die Möglichkeit, wenn du jetzt sagst, okay, bei den 40 Sprachen, die Genie unterstützt, ist aber meine Sprache nicht dabei, die ich eigentlich hier gerade schreibe. Dann kannst du dir überlegen, ist die Sprache denn ähnlich mit einer anderen Sprache?
Dann ist es relativ einfach, weil dann setzt du dir über eine Konfigurationsdatei einen eigenen Dateitypen. Ist das eine Sprache, die komplett anders ist? Ich habe es eben schon mal gesagt, diese eigenen Lexer für Scintilla zu schreiben, das ist ein bisschen komplizierter. Braucht mal 1-2 Tage länger für, wenn man sowas machen möchte. Ja. Ansonsten Konfigurationsdateien irgendwie hinlegen, ein paar Farben definieren, diese Hexcodes, das kennt ihr alles. Das ist nicht sonderlich aufregend. Konfigurationsdateien für Dateitypen. Da legt man halt Informationen ab, was für Schlüsselwörter das sind. Wenn ich jetzt irgendwelche mit Perl 5, 26 sind dann vielleicht irgendwelche neuen Keywords dazugekommen, dann muss das natürlich in dieser Konfigurationsdatei entsprechend ergänzt werden. Das, für Perl ist das ganz klar eine Konfigurationsdatei, die wir mit Genie schon mitliefern. Das kommt dann mit dem nächsten Genie-Update einfach mit. Für eine andere Sprache kannst du dir deine eigene Konfigurationsdatei schreiben. Und dann musst du halt solche Schlüsselwörter dann auch wieder mit angeben, ob das jetzt for each oder while oder irgendwelche komplexeren Schlüsselwörter sind, die du in der Sprache vielleicht hast. Ja. Optionen für den Lexer, da zählt auch sowas wie die Farbe dazu. Das Zeichen für die Auskommentierung, ob man jetzt mit einem Doppelslash oder mit einer Raute irgendwas auskommentiert, das ist alles in dieser Konfigurationsdatei einstellbar. Wir können mal kurz schauen, ob wir das finden, wie wir das Farben und Stile für die Syntaxvorhebung, dass ich einmal irgendwie eine Beispieldatei gerade aufrufe, wie sowas in der Praxis dann aussieht, damit man das ein bisschen, genau, F11, wenn ich jetzt hier auf Genie gehe und sage, ich möchte hier eine Datei öffnen, warte mal, ich mache das mal anders, ich gehe mal auf den Dokumentenbrowser, der ist auch noch nicht da. Ich mache mal knallhart schon ein Plugin an. Der sollte nämlich File Browser heißen, genau. Jetzt ist hier dieser neue Tab dazu gekommen und ich kann mich hier rüber schon irgendwie durchs Dateisystem surfen. Das ist über ein Plugin geregelt, das kann man mit einem Plugin machen. Und User Share Genie. Gucken wir mal dahin. Da sind hier diese File-Devs und da gibt es für jede Sprache, die Genie bereits unterstützt, schon eine entsprechende Konfigurationsdatei. Welche möchtet ihr da gerne sehen? CSS vielleicht? Relativ einfache Sache. Da sieht man dann, das ist dann auch, wie das in der Praxis aussieht, dass man dann entsprechend hier dieser Bereich, das sind die ganzen Farbdefinitionen. Welche Keywörter sollen mit welcher Farbe gehighlightet werden? Da gibt es irgendwo so einen Standard, warum das jetzt Default ist und so weiter. Im Endeffekt läuft das auf eine Farbdefinition hinaus. Hier sind dann natürlich die ganzen CSS-Keywords hinterlegt. Ja? CSS1, CSS2, CSS3. Jetzt kommt in CSS3 eine Änderung dazu, dass CSS3 auf einmal ein ganz tolles Feature unterstützt und dann reicht es vollkommen aus, hier die Konfigurationsdatei einmal anzupassen, das Keyword entsprechend zu ergänzen und das funktioniert. Und das gibt es natürlich in der Form für jede andere Sprache dann auch. So. Da einmal auf das Minimieren. Konfigurationsdateien, da waren wir gerade. Zeichen für Auskommentierung. Sehr schön. Ja. Jutti. Der Symbolbrowser und die Standardseitenleiste, das habt ihr gerade schon am linken Rand von Genie gesehen. Da kann man ein bisschen was machen, da kann man auch neue Plugins dazu packen. Im Prinzip ist der erstmal dafür gedacht, dass man einfacher durch den Code navigieren kann, bestimmte Variablen oder Funktionen oder Symbole halt dann in dieser Seitenleiste angezeigt bekommt. Und ich kann mich dann durch so einen Code auch relativ einfach durchklicken. Aktualisiert wird das Ganze, wenn ich dann mit der Maus drauf tippe oder ich kann dann auch irgendwie mit der Tastatur mich durch diese Dinger durchscrollen. Die Dokumentenliste, die haben wir gerade auch schon mal kurz gesehen, die listet alle offenen Dokumente auf. Und optional zeigt es dir auch den kompletten Pfad an.
Das mit dem Speichern, heißt das, dass ich wählen kann, ob er das während der Fahrt ständig machen soll oder ob ich am Ende einmal sage, genau. Das will ich jetzt doch nicht. Genau. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Es geht im Prinzip da um diese Symbole. Und jetzt sehen wir auch schon, selbst für diese Konfigurationsdatei habe ich hier schon bestimmte Keywords, Settings. Und du siehst, wenn ich hier links mit der Maus draufklicke, dann springt er rechts schon immer zu der richtigen Sektion von dieser INI-Konfigurationsdatei. Ja? Und ich habe den Cursor wieder bei den Settings hier in Zeile 42. Ist zu klein. Diese Seitenleiste, die kann ich blöderweise nicht ranzoomen. Sonst, Ja. Woher kennt er die Sections und Das kriegt er auch über Scintilla mit, bin ich der Meinung. Ah, okay, das geht also auch über die Konfiguration, dass er weiß, wie er das da handeln soll. Wir könnten jetzt mal schauen, das ist ja im Endeffekt irgendwie so eine INI-Konfiguration, ob wir in der FileTypes.ini. Ja, da würde mich mal interessieren, wie das mit Programm aussieht. Also, wenn du nochmal irgendwas in, weiß ich nicht, C oder Perl oder irgendwas hast. Ja, da können wir einmal hier gucken, was ich hier gerade für Projekte rumliegen habe. Genau, wir gucken mal in den Genie-Code selber rein. Das ist wahrscheinlich, ja. C-Tag sagt dir als Vim-User dann sicherlich auch schon mal was. Hast du vom Namen her unter Umständen auch schon mal gehört. Jetzt habe ich hier eine einfache C-Programm-Quelltext. Da sind Funktionen definiert. Und dann habe ich hier auch den Überblick über die ganzen Funktionen, die da drin definiert sind in dem C-Quelltext. Klicke auf die Funktion und lande entsprechend dann da rechts im entsprechenden Code, wo diese Funktion anfängt. Und das Aufklappen und Zuklappen auf der rechten Seite wird aber nicht gespeichert, ne? Sondern beim Öffnen macht er das immer standardmäßig. Beim Öffnen ist das erstmal alles aufgeklappt und du kannst dir dann zuklappen, was du gerne zuklappen möchtest. Aber ich glaube, dieser Zustand hier, der speichert sich nicht. Nee. Dasselbe funktioniert auch, jetzt lass mich mal schauen, hier haben wir so eine README-MD. Okay, das ist ein schlechtes Beispiel, ich suche mir mal kurz eine andere README-Datei. Vielleicht die von Genie selber wieder. Das ist jetzt Restructured Text. Ich weiß nicht, ob das noch relativ kompatibel mit Markdown ist. Da haben ja alle so ein bisschen ihre eigenen Eigenheiten. Aber selbst in diesem Restructured Text, wenn du als Dokumenttyp denn dann Restructured Text auch eingestellt hast, hier fehlt halt bei der README gerade die Dateiendung. Deswegen hat er das jetzt nicht automatisch erkannt. Deswegen muss ich da natürlich jetzt auch einmal irgendwie auf Set File Type und sagen, okay, das ist eine Markup Language und das ist ein Restructured Text Source File. So. Und jetzt habe ich da irgendwie Überschriften definiert, indem ich sie mit Minuszeichen unterstrichen habe. Und da links in der Symbolleiste sehe ich dann den Überblick über die Überschriften. Ja, ich kann nicht selber so einen Klapper generieren und sagen, jetzt schreibe ich da was rein und das wird dann irgendwie in der Verwaltung mit gespeichert und später habe ich das dann noch. Wie meinst du das? Also, wir hatten jetzt ja gerade, dass du die Funktionen auf- und zuklappen konntest. Ja. Ich habe nicht genau geguckt, was man alles klappen konnte, ob du jetzt also irgendeinen Block auch noch auf- und zuklappen kannst. Nö, das geht immer von der öffnenden geschweiften Klammer bis zur schließenden geschweiften also Klammer. Hier diese blockweise, ne? Blockweise, sozusagen, blockweise. Ja. Aber ich kann jetzt nicht irgendwo mal sagen, ich will jetzt einfach mal so einen Block machen, ohne dass das hinterher in der Sprache auftaucht.
auch dafür müsstest du da wahrscheinlich den Dokumenttypen einfach wieder auf Known stellen. Aber dann würde es generell so sein. Das, dann würdest du auch für keinen Block diese Klappfunktion da angezeigt bekommen. Also das wird nicht, das ist nicht ein Index oder so, der extra gespeichert wird, sondern ja, die analysiert den, den Code, so wie er da jetzt gerade ist, und nimmt sich seinen Teil und macht daraus das Inhalt. Das ist der Punkt, den ich gerade sehr schade finde. Also es ist kein Microsoft Word oder irgendwie kein Ding, keine Textverarbeitung in dem Sinne, dass sie sich ein Inhaltsverzeichnis merken würde. Nee, das meinte ich so. Ich habe jahrelang mit einem gearbeitet, der war also irgendwie ein bisschen ähnlich. Damals Encursus noch, also auf Textebene, aber das ist ja mehr oder minder egal. Aber der hat diese ganze Klappfunktionalität immer mit dem Output gespeichert werden. Das war sehr angenehm beim Programmieren, weil man einfach sagen konnte, ich will das immer zuhaben und das immer aufhaben. Und das ist dann eben halt jedes Mal auch so wieder gekommen. Aber wie sieht das denn dann aus? Dann musst du ja zusätzlich zu der eigentlichen Quelltextdatei, die du gerade bearbeitest, noch eine zweite Datei mit ablegen, wo diese Konfiguration drin gespeichert ist. Und was wir jetzt noch einmal schauen können, ist, Genie legt auf jeden Fall einiges an Konfigurationen ab. Wir haben dieses .config-Verzeichnis in unserem Home drin. Und da gibt es dann auch einen Ordner für Genie, wo Genie sich selber auch ein bisschen Sachen speichert. Informationen speichert. Unter Umständen auch über die Datei, zumindest was für Dateien gerade offen waren, das speichert sich Genie, glaube ich, hier irgendwo mit ab. Da ist das Plugin, was gerade noch aktiv war. Und ganz unten sehen wir da die Recent Files. Ich mache das nochmal ein bisschen größer, Verzeihung. Genau, mir ist das Bein ein bisschen eingeschlafen. Verzeihung. Man sieht hier schon mal relativ gut, okay, welche Datei war offen. Was war das für ein Dateityp? War das HTML oder LaTeX und so weiter? Und unter Umständen zumindest die Position, wo dein Cursor gerade war. Ne? Damit du dann das nächste Mal, wenn du die Datei aufmachst, wieder an derselben Stelle landest. Das sind so Informationen, die Genie sich abspeichert. Aber diesen Aufklappzustand für die einzelnen Sektionen wüsste ich nicht, dass Genie das tut. So. Das VGA-Kabel ist einfach zu kurz. Also, gehen wir wieder zurück zur Präsentation. Dokumentenliste haben wir gerade auch schon gesehen. Sollen wir da nochmal kurz reinschauen? Das wäre dann hier die Liste mit den offenen Dokumenten, wie wir sie da links am Rand sehen. Wir sehen, wir haben ja schon eine ganze Menge offen von verschiedenen Genie Talks, die ich mir angeschaut habe, um mich auf den heutigen Tag vorzubereiten. Die Konfigurationsdatei. Und es jeweils mit komplettem Pfad angegeben. Das könnte ich auch abstellen, wie gesagt, dass da der komplette Pfad angezeigt wird. Können wir die weitere Datei gleichzeitig öffnen? Ja, das sind die Tabs da oben. Ah, das sind die Tabs. Ja, okay. Mit diesen Tabs kann ich mich dann durch die gerade geöffneten Dateien weiter durchklicken. Okay. Mhm. Ja? Und was mir persönlich immer sehr gut gefällt, das selbst mit Restructure-Text, wenn ich da die Überschriften definiert habe, habe ich da links schon irgendwie den Überblick, welche Überschriften habe ich in meinem Textdokument. Und das ist wirklich einfach nur eine Textdatei. Ne? Und das noch einmal groß. Das Erstellen-Menü. Das ist das Bildmenü, worum es da geht. Ich glaube, das ist. Beim Editieren selber. Ja. Gibt es da eine Unterstützung, dass wenn ich einen Block aufmache, dass ich das Block gerne gleich hinkriege und solche Dinge? Also, wenn ich Bash programmiere und ich fange an mit dem F, dass er mir unten das Vieh gleich mit hinschreibt. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Das sind diese Snippets. Oder wollen wir jetzt schon auf die Snippets gucken? Wir können das auch gerne. Ich glaube, dann machen wir gleich auf die Snippets.
Na? Du willst das auch gerne sehen, dann machen wir die Snippets. Das ist absolut kein Thema. Wir sind ja hier individuell heute. So. Wir gucken mal hier in dem Tools-Menü. Hatten wir vorhin schon mal die Configuration-Files. Und hier gibt es dieses Snippets.conf. Wenn wir uns die jetzt angucken, dann sehen wir da, das ist so halbwegs lesbar für alle. Das reicht ja. Das linke ist gerade nicht so interessant. Schade. Die Konfigurationsdatei hier rechts ist gerade die interessante, weil hier habe ich mir im Prinzip diese Snippets gerade zusammengeschrieben. Es gibt so ein paar Default-Snippets. Auch hier ist wieder diese INI-Syntax irgendwie entscheidend. Wo ist mein Cursor? Gar nicht im... Jetzt. Dass ich dann hier irgendwie, wenn ich hier tippe, dann entsprechend eine Jahreszahl angezeigt kriege. Wenn ich irgendwelche anderen Sachen tippe, dass ich entsprechend andere Sachen angezeigt bekomme. Und es gibt so ein Standard-Set an Sachen, sowas wie if, else, for und so weiter, was du gerade gefragt hattest. Das kann ich da auch schon mit hinschreiben. Wie löst er denn dieses Prozent, Cursor, Prozent zum Beispiel auf hinterher? Das schauen wir uns gleich nochmal an. Ich wollte ganz kurz nochmal hier in die Specials gehen. Da siehst du halt diese Praise Open, Block, Block Cursor und so weiter. Hier sind halt, du siehst, da wird auch mit Zeilenumbrüchen gearbeitet. Backslash N, geschweifte Klammer, Backslash N, Backslash T für einen Tabulator, dann der Cursor und das Backslash N und so weiter. Ja? Ich habe da meine Fedora-Project-Adresse auch beispielsweise noch mit drin und so weiter und so fort. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt machen wir eine neue Datei. Macht auch die direkt mal ein bisschen größer und sage hier fmail, das war die Fedora-Project-Adresse. Nee, ich habe mich da gerade vertan. Fmail. Special. Ich gehe mal auf den Dateitypen und sag mal, dass das ein bestimmter Dateityp überhaupt erstmal ist. Ich nehme jetzt mal als Programmiersprache beziehungsweise Skriptsprache Perl, wenn ich es denn finde. Ich bin der Meinung, dass ich sowas C-Write beispielsweise, wie ich es gerade definiert habe, dann drücke ich einmal auf die Tab-Taste und dann habe ich das komplette Snippet ausgeschrieben, da stehen, da wird automatisch das richtige Ja hingeschrieben. Ja? Und wenn ich jetzt anfange, okay, Perl-Code zu schreiben, mache dann wahrscheinlich immer erstmal sowas wie, dass ich diese Gbang-Zeile hier schreibe. User bin in Perl minus T oder sowas. Minus strict. Ich muss mich mit der amerikanischen Tastatur in diesem Gerät noch ein bisschen anfreunden. Jetzt tippe ich if, drücke einfach auf die Tab-Taste drauf und jetzt steht der komplettes Konstrukt, so wie ich ihn gerade in den snippets.conf definiert habe. Er steht komplett schon da. Die runden Klammern sind schon da. Die geschweiften Klammern sind schon da, stehen schon auf separaten Zeilen. Und die Stellen, wo der Cursor als nächstes landen wird, die sehen wir da auch schon. Ja? Und kann dann. Achso, wo der Cursor landen wird. Wir sind jetzt ja. Wir sind jetzt ja mit dem Cursor gerade an dieser Stelle, wenn ich jetzt hier anfange zu schreiben und schreibe dann sowas wie add. Das müsste, glaube ich, funktionieren. Und jetzt müsste ich raten, weil das Keybinding habe ich gerade nicht im Kopf. Ich glaube, es war STRG-TAB. Nee, STRG-TAB war es gerade nicht. Mit STRG-TAB wechsle ich hier durch die Tabs durch. Das heißt, ich schaue einmal kurz nach den Keybindings, dann sehen wir wenigstens so diesen Settings-Dialog auch einmal. Da kann ich ganz schön viele Einstellungen machen. Das ist auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen viel, wenn man das erste Mal sieht, aber wenn man sich da einmal reingefunden hat und sich daran gewöhnt hat, ich kann sehr, sehr viele Sachen durch Keybindings steuern auf jeden Fall. Und ich habe jetzt hier die Keybindings fürs File-Menü, die kann ich alle einklappen, dann für den Editor an sich,
Schauen wir mal. Transpose current line. Complete Snippet mit der Tab-Taste. Das kann ich also auch auf eine andere Taste legen. Und Move Cursor in Snippet, um dann zu der nächsten Stelle zu springen. Das ist hier gerade gar nicht mit einem Keybinding belegt. Das war jetzt gerade mein Problem. Das heißt, ich gehe hier auf Change. Sag, ich möchte. Ist das normalerweise belegt? Macht man doch eigentlich. Ja, das muss man sich aber selber überlegen, was man. Da. Ich habe das jetzt mal auf meine linke Fedora-Taste gelegt. Ne? Das ist super. Würde er Tab auch akzeptieren? Weil es ist ja ein Unterschied, ob ich vorne if Tab drücke oder ob ich da mittendrin bin. Nö, wenn ich jetzt hier auf die Tab-Taste gehe und dann sage OK, dann sagt er, Tab is already used for complete snippet. Was heißt, ich kann Keybindings nicht. Nee, kannst du bei GitHub aufmachen, wenn du magst? Dass man. Ja. Ich kann Tab Keybindings im Prinzip eigentlich nicht doppelt belegen, das geht nicht. Schade. Weil es ist ja ein Unterschied. Ja. Ich versuche das jetzt mal mit der Super-Taste und dann versuchen wir das nochmal von vorne. Aber wir sehen es schon. Der ist gerade schon von einer zur nächsten Stelle gesprungen. Ich mache das nochmal weg, fangen wir mal von vorne an, damit wir das einmal nochmal komplett sehen. If tab add argv Supertaste, um an die nächste Stelle zu springen. Print add argv Semikolon. Und Super-Taste. Und dann kann ich da drunter weiter tippen. Wie gesagt, amerikanische Tastaturen, muss ich mich noch dran gewöhnen. So. Steuerung S. Jetzt kann ich mir das irgendwo als Perl-File speichern. Das kann ich ja für den Moment auch erstmal machen. Weil dann können wir nämlich auf die anderen Menüs, das wäre der nächste Punkt in der Präsentation geworden. Es gibt ja dieses Bildmenü, da kann ich jetzt anklicken, kompilier mir das. Und kann ich anklicken, führ das aus. Und ich kann aber auch erstmal gucken, was da überhaupt als Bildcommand hinterlegt ist. Ja? Wir greifen ja für alles, was wir machen, dann auf externe Tools zur Verfügung, die uns das Betriebssystem zur Verfügung stellt. Das heißt, bei einem Kompilieren wird tatsächlich dieses Perl-Kommando hier ausgeführt und beim Execute wird tatsächlich einfach nur Perl aufgerufen mit dem Dateinamen als Argument. Ich gehe da mal auf Cancel, drücke mal F5. F5 ist hier zurzeit die Belegung für das Execute. Wir können jetzt hier auch auf das Execute draufgehen und sehen dann da unten in diesem Status eine Fehlermeldung, weil ich das Terminal nicht richtig gesetzt habe. Der versucht Xterm aufzurufen, obwohl ich Xterm nicht installiert habe. Das kann ich hier bei den Tools einstellen und gehe dann halt von Xterm auf Terminator. Den habe ich nämlich definitiv installiert. Auch sowas kann man sich dann halt also an seine eigenen Bedürfnisse anpassen. Browser, Crab-Tool, das wird für andere Sachen dann auch nochmal interessant. Und wenn ich jetzt sage F5, must also be used on the command line 1. Okay, dann nehme ich das T mal weg da. Wer braucht schon das T? Und sehe, das Perl-Programm wird im Prinzip erstmal ausgeführt. Das reicht an der Stelle auch vollkommen aus. Das ist halt das Bildmenü. Wenn ich jetzt eine komplexere Sprache schreibe, Java schreibe, C schreibe, C++ schreibe, dann sind die Tools, die da im Hintergrund aufgerufen werden, die dann im Bildmenü stehen, natürlich andere. Bei C habe ich dann beispielsweise da ein GCC-Kommando schon bereits stehen. Und wenn ich den GCC auch installiert habe, das wird natürlich ein Paketmanager von der Linux-Distribution nicht sagen, ey, wenn du Genie installierst, dann installier dir bitte den GCC. Ja? Das muss man schon selber wissen, dass man dann da den GCC braucht und den GCC installieren. Und dann
funktioniert das genauso F8 und er kompiliert das Programm F5, er führt es aus. Man könnte auch ein Make drauflegen oder... Ja, das kann sogar sein, dass es bei C-Programmen dann entsprechend... Ein anderes Programm starten, weil es ist ja eine große Wahrscheinlichkeit, gucken, dass ich da irgendwie ein Modul da gerade entwickelt habe. Ja. Ich habe jetzt hier gerade mal auf diese args.c, das ist so ein C-Programm, umgeschalten. Und wenn wir jetzt hier in dem Bildmenü nochmal gucken nach den Build-Commands, die sind dann auch entsprechend, du siehst, da oben sind ein paar GCC-Kommandos, da ist für den Lint auch ein CPP-Check-Kommando bereits hinterlegt und da sind auch schon ein paar Make-Kommandos mit drin. Das kann also auch schon sein, dass das theoretisch funktionieren würde. In der C-Programmierung bin ich persönlich jetzt nicht so tief drin, dass ich da sehr ins Detail gehen könnte. Ich auch nicht mehr. Aber hier in dem Menü siehst du es jetzt auch schon, Make Custom Target, Make Object, ja. Shift F9, Shift F8. Mhm. Das würde dann auch alles funktionieren mit den Sachen, die du da konfiguriert hast. Oder? Bei Java schreibe ich mir entsprechend irgendwelche Java-Kommandos dahin. Bei Python dann Python und so weiter und so fort. Na? Wo konfiguriere ich den, den ich auf F5 ausführe, also den Compiler oder was? Und das war das Menü, was ich hier gerade hatte. Warte, ich rufe es nochmal auf. Build, Set Build Commands. Ja. Und hier unten bei dem Execute Command, ja, siehst du, was da konfiguriert ist für das Exekutieren, wenn du auf F5 drückst. Und für bestimmte Sachen ist das natürlich doch dann auch entsprechend in der Konfigurationsdatei bereits hinterlegt. Ja? Das wird auch dynamisch länger, wenn ich da jetzt einen neuen Eintrag, ne? Also ich kann auch noch mehr machen oder nur die, die da schon stehen. Ja, du kannst jetzt hier die 2 Execute-Commands oder 4 Independent-Commands, aber den 5. Kommando würde, glaube ich, nicht noch automatisch länger werden. Das würde nicht gehen, ne. Aber auch da kannst du entweder einen Pull-Request oder Feature-Request bei GitHub aufmachen. Gut. Weitere Fragen an der Stelle? Noch ein paar Snippets sehen? Ich könnte jetzt natürlich beispielsweise auch sowas wie vorschreiben und die Tab-Taste drücken. Und da steht dann eine komplette Vorschrift vom Vorbereitet da. Ja? Wenn ich irgendwo einen Kommentar machen möchte mit meinem Copyright-Hinweis, dann schreibe ich halt sowas. Auch das geht dann relativ zügig. Wobei die E-Mail-Adresse, die müsste ich vielleicht nochmal anpassen. Das hat er jetzt in der Tat irgendwie aus dem Hostnamen gezogen. Da habe ich hier in den Preferences wahrscheinlich irgendwo General Editor Completions. Nee. Sowas geht übrigens auch, dass man dann irgendwie, wenn man ein Anführungszeichen tippt, das zweite Anführungszeichen dann auch mitkommt. Und dass man dann automatisch irgendwas... Und das steht dann automatisch in den Anführungszeichen drin. Ja. Da gibt es ein Plugin, das tut das auch. Da sollte man gucken, dass man entweder das Setting von Genie oder das Plugin benutzt, weil sonst hat man dann 3 Anführungszeichen da stehen. Das kommt sich dann ein kleines bisschen ins Gehege. Gut. Reicht das zu den Snippets? Hast du noch Fragen zu den Snippets? Das ist ein ziemlich mächtiges Tool. Vor allem eine Sache kann ich mal kurz zeigen. Da gibt es irgendwo... Hierüber kann ich in dem Textdokument, in dem ich gerade bin, suchen. Und wenn ich da jetzt gerade sehe, dieses S-Date hier auf Zeile 19, da wird ein Command ausgeführt. Oder auch mit dem C-Log hier auf Zeile 22 wird auch ein Command ausgeführt. Und dann übergebe ich da ein Shell-Kommando hin. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt dann irgendwie in meiner Datei, jetzt sage, okay, S-Date, drücke die Tab-Taste,
dann steht halt das Datum entsprechend da, wie es mir von dem Date-Kommando auf der Kommandozeile ausgegeben wurde. Ist Genie Scripting fähig? Über Plugins, ja. Kann man da auch ein bisschen mehr noch mit Scripts machen. Also nicht in diesem Sinne, ich rufe es auf und sage ihm, führe jetzt bitte mal dieses Script aus. Nur über Custom Commands kannst du es ja machen. Also bei dem Menü, was er vorhin hatte, genau. Über Custom Commands, da kannst du ein beliebiges Script aufrufen oder Bash-Befehle oder was auch immer. Mhm. Das würde ja gehen. Ja, die was zurückliefern, aber... ich meine jetzt irgendwie so ein Skript, wo ich Genie sagen kann, was weiß ich, suche mir mal das zweite Print in der Datei und ändere das mal um, kommentiere das aus. Und dann als nächstes machst du mal Folgendes. Also, dass ich den Editor selber mit Befehlen versorge, die ich auch eingeben kann. Das müsste gehen. Also ich sortiere zum Beispiel, wenn ich die JSON-Datei dann auch mit neuen Zeilen versehen habe, dann lasse ich das da durch Sort laufen und dann sortiert er mir das alphabetisch. Aber das machst du noch auf der Kommandozeile und das Ergebnis gibst du dann in Genie rein. Genau, so funktioniert das mit dem Custom Command im Prinzip. Ja, richtig. Ja? Genie selber jetzt irgendwie was erzählen, das geht nicht. Da gibt es also kein Scripting für was. Doch, ich habe es hier gerade aufgerufen. Das ist der Plugin-Manager-Dialog. Ich habe, wie gesagt, die Plugins gerade nicht aktiv. Siehst du das von der Größe her noch? Weil das kann ich leider auch nicht größer machen. Sonst komm mal kurz ran. Das ist der Plugin-Manager-Dialog. Ich mache ihn zu und rufe ihn nochmal auf. Ja. Du siehst Tools. Plugin Manager. Ja, jetzt kann ich mich hier durch eine ganze Menge mögliche Plugins scrollen, die ich gerade alle installiert, aber nicht aktiviert habe. Das Aktivieren, das erfolgt dann durch diese Checkbox hier. Ja. Und Markus klang spannend. Genau. Da gibt es dann nämlich auf jeden Fall einmal diese Makros hier, einmal dieses Miniskript hier. Dann war da auch mal irgendwann, ich kann es dir nicht sagen, ob es jetzt gerade noch hier bei mir da ist. Ja, nee, dieses Lua-Scripting. Das sind jetzt Detailfragen, die ich dann jetzt im Vortrag irgendwie nicht so beantworten möchte, weil ich nämlich mit diesen Plugins auch noch nicht gearbeitet habe. Das könnten wir uns dann nochmal angucken. Und irgendwo war auch noch ein Plugin, wo du dann Python-Scripting machen konntest. Aber das sind jetzt dann irgendwie... Also Genie über Python steuern. Ach hier, GeniePy, Python-Plugin-Support. Ja. Du kannst dann im Prinzip auch ein eigenes Genie-Plugin in Python schreiben, wenn du das möchtest. Über diese GeniePy-Schnittstelle. Da gibt es auch ein paar Beispiele. Ich glaube, das ist relativ einfach. Jodi. Weitere Fragen an der Stelle noch? Jetzt versuche ich das jetzt nochmal zurückzugehen zu der Präsentation. Klick. Da sind wir gewesen. Genau. Bei dem Thema waren wir gerade schon, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Das ist dieses ganze Bildmenü, was wir uns gerade schon angeguckt haben, was wir uns gerade schon live angeguckt haben. Hier in dem Beispiel ist jetzt irgendwie eine HTML-Datei, die mit Tidy, der Kontrast ist, glaube ich, gerade ein bisschen blöd, aber wir haben es gerade schon mal gesehen, F5 drücken, um ein Programm zu starten, F8 drücken, um das Programm zu kompilieren und so weiter. Das würde jetzt auch gehen, dass ich halt für HTML kann ich dann halt als Kompilierprogramm Tidy hinterlegen. Und jedes Mal, wenn ich F8 drücke, wird dann auf Ordentlichkeit in meinem HTML-Dokument gecheckt. Klar, geht dann auch. So. Der Frank, der hat hier ein Beispiel reingebaut. Für die Befehle können Filter hinterlegt werden. Um Linter einzubinden, beispielsweise PHP-L. Bei Perl kann ich dann auch so eine Lint-Funktion Syntax-Check einfach nur, dass ich dann einfach nur unten in der Statuszeile, ihr habt es gerade gesehen, wo ich diese Fehlermeldung hatte, da würde ich dann genauso
sehen, wenn ein Syntax-Check mir einen Fehler auswirft. Genie kann diese Fehlermeldungen von dem Syntax-Check dann nachher auch verarbeiten. Ich kann das mal probieren, einen Syntaxfehler zu schreiben. Meistens, wenn ich absichtlich Syntaxfehler schreiben will, dann funktioniert es nicht. Solltest du vielleicht nicht Perl als Sprache nehmen. Aber das hier sollte eigentlich ausreichend Syntaxfehler sein, ja, damit wir da jetzt mal irgendwie auf F5 drücken. Okay, das ist natürlich jetzt ein blödes Beispiel, weil wir es da jetzt, weil ich da F5 gedrückt habe. Wenn ich F8 drücke, dann ist es besser, weil dann, ich sehe schon direkt einmal hier unten die Ausgabe, was ich von Perl gerade zurückbekommen habe, was alles falsch ist. Und es wird mir da oben auch direkt noch mit unterstrichen, in Rot. Ja? Fast, wo Perl der Meinung ist, das ist falsch. Und das funktioniert beispielsweise dann mit anderen Compilern, mit anderen Interpretern, PHP, Java, genauso. Ich muss immer wieder meinen Kopf verdrehen, um dahin zurückzukommen. Das, was der Frank hier als Beispiel hat, das war ein Blinder für Python, funktioniert genau nach demselben Prinzip. Sind wir schon überfällig? Ja. Habt ihr noch Geduld oder sonst kann ich das natürlich auch unten am Stand dann fortsetzen. Wie kommt dann noch? Was willst du uns alles noch erzählen? Schauen wir mal, was dann noch kommen würde. So. Dateivorlagen und andere Templates. Ich kann natürlich eine ganze Menge Datei-Templates haben. Ich fange immer wieder an, mit derselben HTML-Datei mein Webseitenprojekt zu schreiben. Dann mache ich mir diese HTML-Datei als Template, kann dann sagen, Datei neu, ich möchte das aus diesem Template erstellen. Und kann da dann direkt auch irgendwelche License-Notices automatisch mit drin haben, weil das braucht man ja bei einer freien Software, dass man da die License-Notices drin hat. Ne? Es gibt Platzhalter, das habt ihr gerade auch schon bei den Snippets gesehen mit diesen Kommandos und so weiter. Developer, wenn ich den gesetzt habe, meinen Namen richtig gesetzt habe und so weiter, dann wird das auch alles vervollständigt. Das ist der Pfad, wo man diese Templates ablegen kann, damit sie dann in Genie da sind. Die Snippets haben wir gerade schon gesehen, da brauchen wir nicht mehr so detailliert nochmal drauf eingehen. Autovervollständigung und Tag-Dateien. Das ist nochmal eine ganz interessante Sache. Genie ist in der Lage, über Text drüber zu gehen und entsprechend Funktionen zu erkennen und dir dann auch die Autovervollständigung für diese Funktionen vorzuschlagen. Was wir damit im Prinzip meinen, ist folgende Funktionalität. Ich habe jetzt hier sub my function. Theoretisch müsste das mit der Tab-Taste gehen, my func. Und wenn ich jetzt irgendwann anders das sind jetzt also irgendwie vier Zeichen, bei denen er anfängt, dies überhaupt sich zu überlegen, schlage ich ihm jetzt schon eine Lösung vor. Diese vier Zeichen, die kann ich auch runterdrehen, dass er das vielleicht bei zwei Zeichen schon macht. Ja? Wie wählst du das jetzt aus? Einfach nochmal Tab drücken oder? Die Enter-Taste an der Stelle. Weil das ja quasi ein Menü ist, was aufgeht. Und ich könnte mich jetzt durch mehrere Vorschläge durchscrollen. Ich versuche das mal kurz in einer anderen Datei. Jetzt hier anfangen, irgendwas mit Arc zu schreiben. Dann ist es natürlich irgendwie. Du nimmst keine Enhancement Requests entgegen. Wir sind auch leider schon ein bisschen über der Zeit. Das, da siehst du das Menü und ich kann mich mit den Pfeiltasten dann durch diese Möglichkeiten, die ich hier vorgeschlagen habe, bekomme durch. Das ist eine Möglichkeit, diese Autovervollständigung zu machen. Wie gesagt, die Anzahl der Zeichen, die kann ich runterdrehen. Die andere Möglichkeit ist, ich kann meinen kompletten Quelltext scannen lassen mit und dann auf Basis von diesem Scan sogenannte Tag-Dateien erzeugen, die mir dann quasi diese Vorschläge nachher machen können. Ja?
Einmal kurz wieder auf die. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Genau. Beispiel, wie das für die Genie-Header von die C-Header von Genie aussehen würde. Benutze Genie selber, gebe dem die entsprechenden Command-Line-Switches mit und sage ihm, erzeuge mir für diese Header in User-Local include Genie Stern.h entsprechend die Tags. Externe Werkzeuge hatten wir eben schon mal angesprochen. Sonstige Formatierungshelferlein. Das hatten wir eben auch schon mal angesprochen. Das geht über dieses Bearbeiten-Menü mit den externen Tools. Ja. Plugins habt ihr gerade schon mal ein bisschen gesehen. Ich gehe mal ganz kurz auf die Beispiele ein. Es gibt noch ein Version-Control-Plugin, wo du dann per Keybinding im Prinzip irgendwelche Git-Kommandos ausführen kannst. Du möchtest irgendwie, du legst dir das Commit auf Steuerung 7 und dann drückst du Steuerung 7 und machst ein Git-Commit. Alles solche Sachen. Die Git-Change-Bar, die ist nochmal interessant, um die Sachen anzuzeigen, was da in Genie sonst noch so passiert ist, was sich gegenüber dem Git-Stand gerade geändert hat. Der Project Organizer, der würde sich in die Sidebar mit integrieren, um dann da irgendwie ein bisschen aufwendigere Projektverwaltung zur Verfügung zu stellen. Auch das macht Genie von Haus aus nicht. Die Add-ons, die können zum Beispiel auch die Ticks vervollständigen, die Anführungszeichen vervollständigen, alles solche Kleinigkeiten. Das sind wirklich klitzekleine Kleinigkeiten dann teilweise, die aber dann schon Spaß machen können auf jeden Fall. DevHelp, der Webhelper beispielsweise, das ist wie so ein kleiner Browser in Genie, da, wenn ich an HTML arbeite, dass ich dann direkt die Vorschau da sehe und so weiter und so fort. Es gibt auch ein Markdown-Plugin, dass wenn ich Markdown-Readmes schreibe, dass ich auch da direkt die Vorschau sehe. Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, was wir an Plugins machen können. Genie VC habe ich gerade schon gesagt. Changebar, Project Organizer, die Add-ons. XML-Tagging beispielsweise auch. Ganz, ganz cool bei den Add-ons ist, wenn ich mir in meinen Quelltext so Kommentare mache, To-Do oder Fix-Me, dann gehen die Add-ons quasi da durch und machen mir dann unten, wo ich vorhin auch den Compiler-Output gesehen habe, kriege ich dann die Liste, die To-Do-Liste, die gepasste To-Do-Liste quasi von allen To-Do-Kommentaren, die ich mir gemacht habe. Das ist eine sehr geile Geschichte. DevHelp ist so, wenn man Dokumentation per DevHelp, das ist halt ein Tool und Genie DevHelp, dieses Plugin, greift dann auch wieder auf dieses DevHelp-Tool zu. Das heißt, man muss dann schon in der Linux-Programmierung ein bisschen tiefer drin sein, um damit arbeiten zu wollen. WebHelper habe ich gerade schon was zu gesagt. Spellchecker, natürlich kann ich auch eine Rechtschreibprüfung machen. Wer ist davon jetzt nicht überrascht? Scope und Debugger, klar, ich kann dann irgendwie so GNU-Debugger benutzen und so weiter und so fort. So. Gibt es offene Fragen, dann können wir uns gleich unten am Stand nochmal unterhalten, weil ich muss jetzt irgendwie so langsam